Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Let's Play Together, beziehungsweise Co-op Let's Play, kann man so sagen. Einmal mit dem Jonas. Moin. Und mir, dem Big Mac. Hallo, Big Mac. Hallo, Jonas. Wir spielen jetzt mal zu zweit Endless Space. Und ich hoffe, dass das alles so hinhaut hier mit der Aufnahme, mit der Tonqualität und so, weil ich den Ton jetzt über Shadowplay aufnehme. Und ich da meistens immer so ein Gekratzer habe. Das wollen wir mal schauen. Ansonsten werde ich meine Stimme wieder extern mit Outer City aufnehmen. Ja. So, wir spielen. Das war jetzt genug Trivia. Genau. Wir spielen jetzt erstmal 15 Minuten eine Folge lang. Also immer 15 Minuten. Dann werden die Folgen beendet. Und damit die nicht zu groß werden und wir dann auch vernünftige In- und Outros machen können, hoffe ich mal, dass wir das mal hinkriegen. Ja, wieder viel zu viel geredet am Anfang, wie immer. Ich drück da mal auf Spiel. Bist du bereit? Ja, du alte Labertasche, mach mal los. Ach so. Ja, klar. Ich. So. Spiel starten. Wunderbar. Ja, was gibt's zu Endless Space zu sagen? Es ist ein rundenbasiertes. Weltraumstrategiespiel 4X. Ja, genau. Was bedeutet eigentlich das 4X? Das habe ich irgendwie nicht so wirklich verstanden. Warte mal, ich google mal kurz. Ja, super vorbereitet. Ich dachte, du könntest mir das jetzt direkt so wie aus der Pistole geschossen jetzt sagen, hier, das ist jetzt so und so. Ja, nee, 4X heißt viermal. Ja, was bedeutet denn viermal? Naja, ist ja auch egal. Die Leute, die die Spiele kennen, die wissen wahrscheinlich, was es bedeutet. Falls ihr das wisst, schreibt das mal in die Comments rein. Also, warte mal. 4X werden sämtliche strategische Computerspiele bezeichnet, bei denen der Spieler Kontrolle nicht nur über einzelne Einheiten, Armeen oder Städte hat, sondern die Geschicke eines ganzen Volkes lenkt. Ah, okay. Ach so, ja, okay. Also ist dann die Dimension etwas größer. Ja, wunderbar. Sehr schön. So, wo bist du ungefähr? Also ich bin ganz im Süden der Karte. Ah, Nordwesten. Nordwesten? Ah, okay. Versuchen wir uns dann irgendwo da zu treffen. So. Drei Helden. Brauche ich mir nicht anzugucken, habe ich eh noch kein Geld für. Ach, guck mal, der Name Zeuger. Was habe ich denn hier für ein schönes System? Dschungel. Sehr schön. Dschungel. Was machen wir denn da? Ja gut, erstmal Nahrungsproduktion. Ja, nicht kolonisierbar. Was habe ich hier? Einmal ein Schiffchen. Bum, bum. Ja, jetzt können wir natürlich deine Züge gar nicht sehen, Jonas, oder? Ja, aber wirklich. Naja. Das Gleiche. Und falls wir den Krieg anfangen, wissen wir ja schon, was passiert. Ja. Ich hör natürlich dir auf die Fresse. Ja, wir fangen ja nicht miteinander Krieg an, zum Glück. Aufklärer. So, dann wollen wir doch mal schauen, wo fangen wir denn am besten an? Naja, vielleicht ist es ein kleiner Grenzdisput, aber. Na, guck mal, was haben wir denn da entdeckt? Ah, plus 10 Zustimmung für Systeme. 20 Züge. Dann könnte ich eigentlich direkt schon mal anfangen, irgendwas zu kolonisieren. Aber ich will erstmal noch ein Schiff bauen. Aufklärer wäre ganz nützlich. Okay, ja, hast du noch also, gefunden? Am Anfang können wir natürlich nicht. Ah, genau, Forschung könnten wir noch einstellen. Und zwar, womit fange ich denn am besten an? Kasimir-Effekt würde ich sagen, ne? Ja, das ist am Anfang so mit das, was man am besten machen könnte. Ja, ich habe ja hier mein ein bisschen ausgebaut, halt in der Völkerinitiation, so dass ich schon Titanium und Hyperion sehe. Ah, okay. Ja, gut, mehr kann man jetzt am Anfang erstmal die ersten zwei Runden nicht machen. Ich könnte zwar mein Nestschiff hier, oder wie heißt das, meine Werkstatt hier ein bisschen durch die Gegend schicken, aber. Ja. Ja, zur Information, also ich spiele mit den Skins der Automatons, oder wie heißen die Automatons, ne? Oder wie heißt Automatons, ne, ich sehe immer. Ja, okay. Also die Maschinen sozusagen, die denkenden Maschinen. Und als was spielst du? Was hast du für ein Skin? Sehr, ich weiß auch nicht, was das sehr. Ist. Sehr? Ja, das sind so riesige weiße Plattenkugeln. Okay. Kennst du diese Biosphäre? Ja. Die sehen etwa so aus. Okay. Naja, gut. So, nächster Zug. Was machen wir denn? Erstmal weiter erkunden. Gucken, wo hier die Grenzen sind. Ui, das ist aber ein guter Planet.
Ich habe natürlich direkt wieder ein System gefunden, was, naja, so lala ist. Ansonsten bleibt eigentlich auch nicht viel übrig. Weißt du, Sonnenfarben. Also die Schiffe von den Automatons oder Automatons sehen sehr lustig aus, muss ich sagen. Große Zahnräder. Ja, große Ja, Zahnräder. meine sehen aus wie so komische Insektenviecher. Ja, mehr kann man auch erstmal nicht machen. Ich werde mal gucken, vielleicht werde ich die. Kann man eigentlich die Schlachten, die Wiederholungen der Schlachten irgendwie speichern? Weißt du das? Ja, ich glaube schon. Dann werde ich vielleicht mal so ein paar Minuten, ein paar Schlachten zusammenschneiden und die dann auf meinen Kanal hochladen. So wie ich das mal bei Rom vorhatte, das werde ich mal gucken. Das wäre natürlich eine gute Idee. Oh, ich habe hier schon besiedelt. Oh, ich habe was entdeckt. Dastnebel. Na geil. Ja. Das ist ja cool. Und direkt ein arktisches. Dingskirchen. Ein arktischer Planetentyp. Mit geringer Schwerkraft. Cool. Da hebt sich dann das arktische minus 10 Zustimmung mit der geringen Schwerkraft plus 10 direkt Schwertkraft, auf. Ist ja. bei 0. Das ist ja geil. Das könnte ich theoretisch direkt da besiedeln. Das mache ich auch direkt mal. Das ist natürlich super. Glaube, ich habe mir irgendwie eine Affinität ausgesucht oder sowas, wodurch ich direkt von Anfang an alle Planeten besiedeln kann. Also alle Planeten. Du bist doch sehr, ist das nicht deine Standardfähigkeit? Nee, das ist, glaube Ach ich, ja, so du eine. hast die ja selber zusammengestellt, ne? Ja. Ja. Und ich kann. Aber ich habe halt dann halt kleinen Malus anscheinend, aber YOLO, wenn ich mir Sachen besiedeln kann, wo ich Rohstoffe drauf finde, Ja, meins. du darfst natürlich am Anfang nicht zu viel besiedeln, ne? Wir bewegen hier Ausdehnung des Ja, Imperiums und ich. so weiter, ne? Ja. So. Ach so, den meinen. Ja, den mal hier runter. Es ist natürlich nicht so das actiongeladene Spiel, weil. Zumindest in den Schlachten, zumindest die Schlachten ist Action geladen. Ja, gut, aber wir wissen ja, wie sie meistens laufen, ne? Die kommen noch nicht mal bis zur ersten, über die erste Phase rüber. Außer wir haben, was hatten wir damals gehabt, wo wir gezockt haben? Was war das gewesen? Isho. Nee? Hischo? Nee, das war doch Amöben, oder nicht? Die Krava waren das. Die Craver, die waren. Craver, ja, genau. Die waren richtig hartnäckig. Da haben Ja, wir das uns sind sowas richtig. wie die. Ja, das sind sowas wie die Reaper aus Mass Effect. Ja, da haben wir uns richtig die Zähne ausgebissen. Und als die nachher noch hier außerhalb dieser Sternenverbindungen reisen konnten, hatten wir richtig Probleme. Ja. Oh, ein verbessertes Verteidigungsschiff. Das ist ja cool. Wenn wir die zweimal direkt zusammenführen. Wunderbar. Total. Warte, So. was wird mir das bringen, wenn ich die Sonnenfarm aus? Wollen wir das doch direkt mal kolonisieren hier, Arktisch. Nicht kolonisierbar, hä? Ach, guck mal, ich habe direkt einen Dschungelplaneten, da habe ich ja gar nicht gesehen, das ist ja cool. Ja, geil. Weißt du, was irgendwie witzig ist? Hä? Bei der Sonnenfarm steht ein was nach Planeten nahe der Sonne und das ist der letzte Planet in dieser Reihe. Wo ist denn die Sonne? Die kann auch auf der rechten Seite sein. Ja, die ist rechts und der. Nee, der, die Sonne ist links und der Bist du Planet ist ganz sicher? rechts. Ja. Okay. Tja. Muss man nicht verstehen, ne? Das ist halt zufallsgeneriert. So, was haben wir denn hier? Dschungel. Wachstum, natürlich. So, das heißt, ich müsste dann hier zwei Aufklärer. Oh. Eine große Piratenflotte erscheint. Ah ja, das ist natürlich nicht gut. Ich baue auch mal zwei Aufseherschiffe. Wollen wir mal schauen, was können die denn? Modifizieren. Oh, die sind ja noch gar nicht so richtig ausgebaut. Defensivmodule, Hilfsmodule. Gucken wir nicht die und. Moment, da muss ich mal gerade schauen, wenn ich die rausnehme und das rausnehme. Der hat 450, wenn ich das reinnehme, 360. 400 muss ich 2 nehmen, okay. 440, das ist gut. Und ein bisschen Angriffskraft, 114, ja perfekt. Annehmen.
Sehr schön, da kann ich die gleich direkt mal aufrüsten, wenn ich die Ah. gebaut habe. Ja, Schiffe, ja. Sehr schön, gut. Ja, das wär's ja dann mit meinem Zug. Müssen wir es nochmal kurz gucken. Ach. Ja gut, ich sag mal, am Anfang wird man sowieso nicht viel Den. sehen. Das ist halt das Problem bei diesen Strategiespielen am Anfang. Gerade bei, leider ist das bei Endless Space so, dass man die Schlacht noch nicht mal selber spielen kann in dem Sinne, sondern der Computer rechnet quasi aus, Scheinpapierprinzip. wie hoch deine Angriffskraft und Verteidigung ist und wie hoch die Angriffs- oder und wie viele Schiffe du hast und wie hoch die vom Gegner dann sind. Das Natürlich wird noch ist Bewaffnung alles dazu gezählt. ja genau und ist natürlich ein bisschen, aber was will man machen? Aber theoretisch gesehen könnte ein großes Schlachtschiff eine kleine Flotte kaputt machen schon, aber. Ja, kommt aber auch, ne, auf die. Wir haben es gesehen. Ich hatte ja ein paar Schlachtschiffe gehabt, die eigentlich richtig verkackt haben. Ja, vielleicht nur Ich habe das aber immer Problem noch nicht des rausgefunden, woran das lag. Und ich weiß es immer. Schere-Stein-Papier-Prinzip. Ja, nein, nein, nein. Ich meine, ich baue es ja immer so, dass ich von allem etwas baue. Also auf dem Schlachtschiff zum Beispiel. Vielleicht sollte ich da mal ein Schlachtschiff bauen, wo nur Angriff, ein Schlachtschiff nur Verteidigung oder so. Ich weiß es nicht. Das habe ich noch nicht rausgefunden, so wirklich. Was man da am besten macht. Ja, falls ihr zuseht und ihr das wisst, wäre cool, wenn ihr das mal in die Kommentare reinschreiben würdet. Dann damit wir uns das mal beim nächsten Mal dann zu Herzen nehmen. Aber wir haben noch 3 Minuten, also. Ja. Also wir haben dann Zug 1 bis, naja, 8 oder 9. Oder vielleicht sogar Zug 1 bis 10, wenn wir schnell sind. Ah, guck mal, was habe ich denn hier wieder gefunden? Was gibt's hier? Plus 20 Forschung, ja cool. Noch ein Aufklärer. Wunderbar. Ja, mehr kann ich auch erstmal. Die ersten 10 Runden, würde ich sagen, ist nicht wirklich viel zu machen. Ja, Außer die vielleicht Aufklärer durch sogar die länger, je Gegend. nachdem, wie schnell man auf den Casimir-Effekt kommt. Ja, genau. Ja gut, ich habe noch nicht mal alle Planeten jetzt hier erforscht, aber ich denke mal, ich werde gleich ans erste Wurmloch kommen. So, was mache ich denn mit dem hier? Oh. Ah, ich würde sagen, erstmal Industrie in Dust. 33%. Das ist natürlich gar nichts. Aber immerhin, plus 5. So. Oh, plus 40 für Systeme. Also plus 40 Zustimmung für Systeme. 5 Züge. Oh, und hier habe ich wieder einen Planeten, den ich besiedeln kann. Was ist das denn für einer? Perfekt, Dschungel! erste Schlacht gewonnen. Meteoritenschlacht. Meteoriteneinschläge. Meteoritenschlacht. Aber minus 10 Zustimmung ist natürlich nicht so dolle, ne? Aber ich habe genug. Bauen wir doch einfach mal eine Werkstatt. Den schicken wir mal dahin. Den schicken wir mal dahin. Was haben wir denn hier? Noch ein Aufklärer. So. Na gut, Zug beenden. Sekunde. Sehr schön. Ich glaube, ich werde die Aufklärer auch aufrüsten gleich mal. Bewaffnung. Ich habe dann eine relativ große Flotte von Aufklärern, die ich dann zum Erkunden nehmen kann. Ach, guck mal, ich kann jetzt sogar hier auch noch eine besiedeln, ein Planet. Tundra, Eis 10, minus. Oh, hier. Hadopelgadisches Leben. Ist aber auch wieder eine Tundra. Ah, da muss ich warten. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier gefunden? Oh, plus 10% Nahrung für alle Systeme. Das ist doch cool. Was gibt es denn hier zu kolonisieren? Tundra, EM-Strahlung. Minus 10 Zustimmung für Planet. Nützt mir erstmal nichts. So, dann wollen wir doch mal direkt die Aufklärer aufrüsten. Modifizieren. Was gibt es denn da? Hilfsmodule.
Okay, es ist vorbei. Ja, ich höre auch gerade. Die Zeit ist abgelaufen. Dann machen wir an der Stelle erstmal einen Schnitt. Und Handy. Ja, wir sagen bis zum nächsten Mal. Jo, peace.